Konfuzius sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ist ein verlorener Tag. Drei hübsche junge Frauen kommen den FKK entlang spaziert. Da liegt ein nackter Mann am Wege, das Gesicht mit einer Zeitung zugedeckt. Da sagt die erste Frau, du Inge, dein Mann ist das aber nicht. Und die zweite sagt, deiner aber auch nicht, Annette. Worauf die jüngste sagt, es ist auf keinen Fall einer aus unserem Hotel. Ein 12-Jähriger steht vor Gericht, weil er die Tochter des Nachbarn geschwängert haben soll. Die Mutter, von der Unschuld ihres Sohnes zutiefst überzeugt, öffnet dessen Hosenstall, nimmt den kleinen Schniedelwutz in die Hand und sagt, mal ehrlich, Herr Vorsitzender, mit dem winzigen Ding kann er unmöglich der Täter sein. Da flüstert ihr der Junge zu, Mutti, wenn du da nicht bald loslässt, dann verlieren wir den Prozess. Der Pfarrer ist aus den Ferien zurück. Sein Stellvertreter bringt die Schlüssel und berichtet in kurzen Sätzen über das Wesentliche. Zum Schluss meint er, also die Beichte, was soll ich Ihnen da sagen? Dabei hat es mir ja manchmal echt den Hut hochgeschoben. Der Priester ist entsetzt und fragt nach, aber Sie hatten doch den Hut bei der Beichte nicht auf dem Kopf, oder? Darauf meint der Kollege, bewahre, nein, den hatte ich natürlich auf dem Schoß. Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöhen deine gute Laune um mindestens 400%.